Willkommen zurück bei Pokémon TRE. Langsam wird's ernst. In diesem Part werden wir die Sachen sortieren, die wir noch haben und ausmisten, Zeug verkaufen, Sachen einkaufen, TMs beibringen, all den möglichen Schrott halt, den man halt am Schluss noch macht. Ihr seht jetzt da, alle unsere Pokémon habe ich auf Level 80 trainiert. Damit sind es unsere stärksten Pokémon, die wir je in einem Let's Play hatten. Ja. Ich lege zuerst Salzine ab, weil ich zunächst noch alle Märkte durchsuchen möchte nach Hyperstrahl, nach dem Hyperstrahl. Das heißt, ich nehme jetzt Ibitak mit. Und fliege davon. Naja, okay, Furo ist der Pokémon-Liga-Ort markiert, ja, ist es, gut. Schauen wir mal jede Stadt noch an. Zum Schluss halt noch als kleines Ende quasi. Und durchsuchen und schauen nach, ob wir Hyperstrahl finden. Also hier finden wir bestimmt keinen Hyperstrahl, das kann ich mir ziemlich sicher sagen. Aber ich schaue es mir trotzdem nochmal an, damit ich es ziemlich sicher weiß. Na gut, ich glaube, ich soll es andersrum machen. Ich sollte zuerst mit der Stadt anfangen, die wir zuletzt gefunden haben. Das wäre dann die hier, Miklopogel. So, wo ist der Markt? Ich muss erst mal schauen, wo der Markt ist. Kann sein, dass es der hier keinen Markt hat, weil dafür der Markt da mitten auf der Route war. Mal schauen, wo ist denn hier der Markt? Hier ist nix von Markt, hier nix Markt. Ich mag die nicht. hier ist anscheinend nichts. Schade, schade. Schauen wir mal nach Milka Village, ob dort etwas ist. Oh ne, jetzt müssen wir surfen. Die überschwemmte Stadt. Naja gut, machen wir schnell. Ah, der ist gleich nebenan. Was für ein Luxus. Okay, was verkaufst du? Hyperstrahl, Hyperstrahl, Hyperstrahl. Oh, kein Hyperstrahl. Schade. Anscheinend verkauft der hier keinen Hyperstrahl. Was sehr schade ist. Gelina will. Schauen wir mal danach. Vielleicht finden wir hier einen Hyperstrahl. Wo ist denn da die... Halt nein, hier ist ja das extra große Markt. Boah, da kannst du vielleicht... Ne, da haben wir ja schon nachgeschaut, also hier ist auch nichts. Ist hier etwas? Ich muss da mal schauen, ob da was ist. Die Zinnoberinsel. Was verkaufst du? Der verkauft auch nichts. Naja. Gut, also... Jetzt glaube ich langsam, dass es Hyperstrahl gar nicht zum Verkaufen gibt. Okay, ich schau nochmal in Kier Night City nach und wenn es da dort nicht ist, dann lasse ich es gut sein. Wobei, wir haben ja hier einen extra Part, sag ich mal, so ein Part, der gar kein richtiger Part ist, das ist eher so ein Aussortierungs-Special, kann man sagen. Wo ist denn da der Markt? Wo ist der Markt? Wo ist dieser scheiß Markt? Ey, aus dem Weg, du stehst mir da im Weg. Hier ist tatsächlich auch kein Markt. Sehr merkwürdig. Jetzt mache ich mir langsam Sorgen. Wo findet man hier Hyperstrahl? Oh, wo findet man Hyperstrahl? Oh, fuck, ich weiß nicht. Wo ist Hyperstrahl? Ist hier vielleicht? Nein, hier ist nichts. Wo ist Hyperstrahl? Wo ist TM Hyperstrahl? Hier vielleicht? Ne. Da kann man höchstens seine Fossilien wiederbeleben. Na gut, lassen wir es gut sein. Ist ja egal. Fliegen wir zurück zur Pokémon Liga. Und fangen jetzt endlich an mit dem Item sortieren. Fangen wir uns erst mit den Items an, die wir hier haben. Ich mache mir noch schnell die TM-Liste auf.
Moment. So, hier bin ich wieder. Ich habe jetzt die Themenliste offen. Okay, fangen wir an mit dem Aussortieren. Es gibt zusätzlich noch Geld, was wir da gerade machen. Okay, HM1 können wir nicht verkaufen. Den Meisterball brauchen wir vielleicht noch. Den Megaball oder wie auch immer brauchen wir nicht mehr. Den Great Ball ebenfalls nicht. Da habe ich zufällig ein, ich habe mir da zufällig einen Mushroom-Ei gefangen, versehentlich. Aus Zufall sogar. Obwohl ich gar kein Mushroom-Ei wollte. Okay, TM23 ist, Moment, ich muss das scrollen gerade. TM23 ist Drachenboost, die haben wir hier gekauft. Ne, die haben wir woanders gekauft, verkaufen wir es einfach mal, die brauchen wir hier nicht mehr. TM5 ist Mega-Kick, die brauchen wir auch nicht. Also weg damit, so. TM17 ist Überroller. Ich verkaufe einfach alle TMs, wir haben ja schon alle Attacken, machen wir es einfach so. Ich bin mit den Attacken eigentlich schon hundertprozentig zufrieden, das heißt, ich verkaufe jetzt einfach alle TMs. Was soll man denn noch besser machen an den TMs? Sagt es mir. Das sind doch die besten Attacken, die es gibt für unser Team. Ich gehe sie nochmal durch. Hyperstrahl, Body Slam, Skull Bash und Drachenwut. Na gut, Drachenwut hätte ich leider gerne durch Geowurf versetzt, aber naja, Dragoran kann keinen Geowurf. Kiffer mit den Attacken Sludge, Thunderbolt, Explosion und Toxin. Da haben wir hier Rex, Flammenwurf, Risikodeckel, Feuer, Sturm und Schaufler. Simsala mit den Attacken Psychokinese, Delegator, Triplette und Genesung. Und hier unser Verteidigungsaustausch mit Eisstrahl, Surfer, Panzerschutz und dem Erholung. Der Erholung. Und hier unser scheiß Ferro, das eh scheiße ist. Ja gut, ich nehme jetzt alle Themes mit und verkaufe sie. Also ich bin mit den Attacken zufrieden. Okay, TM 45 wird verkauft. TM 16 ist übrigens Zahltag, wie ich gerade gesehen habe. TM 29, also ich sehe jetzt gerade nur die TMs ab 24. Also ich kann sie nur unter 24 sagen, was sie für TMs sind. TM 13 ist Eisstrahl. TM 48 ist 48 Steinhagel. TM 17 ist der Überroller, den haben wir ja schon verkauft. TM 7 ist, Moment, Hornbohrer. TM 2 ist der Klingensturm. Oh, wir können keine Items mehr haben. Na gut. Haben wir denn TM 14? Oder habe ich sie schon versehentlich verkauft? Das ist nämlich Blizzard. Die würde ich jetzt doch gerne, jetzt auf die Schnelle, Austausch beibringen wollen. Legen wir zuerst noch was ab, damit wir was mitnehmen können. Die meisten überlegen wir ab. So, muss gucken. TM 14 brauchen wir. Das ist hier. Ich glaube, ich bringe es doch Austausch bei und verlerne dann den Panzerschutz, weil der Panzerschutz den verwendet man gar nicht so gut, so häufig. Oder wollen wir den Alduine beibringen? Alduine oder Protective? Alduine hätte ich auch noch eine Attacke, die wir verlernen könnten. Das wäre die Drachengut. Ich weiß nicht. Ich lasse mal Drachengut stehen und bringe Protective Blizzard bei. Ich vergesse, wie gesagt, den Panzerschutz. Den brauchen wir jetzt nicht. Okay, jetzt kann Protective Blizzard. Okay, ich glaube, den Rest könnten wir jetzt aber wirklich verkaufen. Thunderwave. Ach, was soll's, ich bringe Dragoran und Thunderwave noch bei. So auf die Schnelle überlegt. Und verlerne die Drachenwut. Okay, so, und der Rest wird aber wirklich verkauft, ne? Jetzt ohne Scherz und herauszögern. Alle Items werden jetzt verkauft. Nein, nicht gekauft, sondern verkauft.
Okay, fangen wir mit diesem scheiß Nugget an. Dann, ach, das brauchen wir. Glücks, Ding brauchen wir auch. Vollheil brauchen wir auch, brauchen wir auch. Themen 16 brauchen wir nicht, das ist Zahltag. Dann Themen 29 weg. Das ist Geduld, glaube ich. TM 35 weg. TM 13 kommt weg. TM 41 kommt ebenfalls weg. TM 48. TM 17. TM 7 ist übrigens Hornbohrer. Okay, wir haben da noch ein paar. Oder ein Vitamin, das ist das KP Plus, das geben wir. Kiffer. Oh, geht nicht. Dann geht mir das Rex. Oh, geht auch nicht. Alüne. Geht auch nicht. Was geht? Wahrscheinlich haben wir schon die maximale FP-Anzahl. Ah, Führer. Ach, Führer. Ich bin so schlau. Naja. Verlegen wir Führer ab, damit uns sowas nicht nochmal passiert. Access, ja, bla bla bla. Hero. Dann nehmen wir wieder unser Ding mit. Hier ist das Maschak, was ich euch erzählt habe, dass ich beim Training versehentlich gefangen habe. Nein, nicht ablegen, mitnehmen. So, Frühsäure kommt mit. Okay, haben wir noch irgendwas? Die Sonderbonbons, die kann ich eigentlich auch gleich verwenden. Wir haben sie jetzt alle auf Level 80. Da lohnt sich sehr gut, jetzt die einzusetzen. Senkt zwar die FP-Anzahl, aber ist ja auch egal. So viel Wert lege ich auf FP nicht. Es gibt ja so Leute, die legen total einen großen Wert auf FP und verwenden keine Sonderbonbons. Finde ich, ich kann es irgendwie nicht verstehen. Naja, okay, welches Pokémon ist denn das Schwächste? Ich gebe mal Frisäure 2. Dann gebe ich Simsala, gebe ich 2. Also PY. Obwohl Simsala eigentlich schon ganz stark ist, aber ist ja auch egal. Dann braucht's Kiffer, gebe ich 2. Und Alduine kriegt das letzte Sonderbonbon. Und hat jetzt Level 81. Okay, ich glaube, in dem Mondstein kann man nicht, den kann man nicht verkaufen, wobei den kann man schon verkaufen, aber der gibt halt 0, ne? Der ist wertlos, sagt man. Okay, was nehmen wir denn jetzt mit? Die Waffe ist ein Basis-Item, können wir nicht verkaufen, können wir auch nicht verkaufen, das können wir mitnehmen, das ist ein Angriffs-, AP-Plus. Könnten wir Simsala auf seine Psychokinese geben. Ist mir im Training aufgefallen, dass die total schnell runtergesenkt ist. So, TM 37 nehmen wir natürlich mit. TM 32. TM... Moment. TM. Wir haben noch ein paar Halms. Die ganzen Tränke lasse ich mal da. Die nehme ich dann später wieder mit. Die brauchen wir ja für die Liga. Nein, nicht die Waffe. Wir können doch keinen von der Top 4 schießen. Was sind wir da für Menschen? Ein gutes Intim Rocket, wir sind eh schon schlechte Menschen, aber egal. Dass es immer nach oben gescrollt wird, wenn man da was mitnimmt. Finde ich voll scheiße. Naja. Das ist die Schuld am Erstgenerationsspiel und nicht an dem Hack übrigens. Immer schiebe ich es auf den Hack, aber dabei ist es das Spiel, was hier gerade so falsch war. Also, dass es hier wieder nach oben scrollt, meine ich. So. Jetzt nehmen wir die letzten TMs mit. HM. Ich muss immer schauen, dass ich eine TM mitnehme und keine HM. Technical Mission. So, TM 12. Oh, okay, wir sind voll. Dann verkaufen wir das. Der ist auch noch. Blablabla, Zelda verkauft Sachen. TM2, das ist
Klingensturm. TM21, das ist der Megasauger. TM37 kann ich nicht sagen, weil ich es nicht sehe. TM32. TM34. TM36. Die Waffe muss ich unbedingt ablegen. TM26. TM9. Bodycheck übrigens. TM46. TM4, die verkaufe ich eh immer. TM4 ist Wirbelwind. Und TM27. Gut, dann haben wir hier noch ein AP+. Das gebe ich Simseller auf seine Psychokinese. Okay. Waffe muss ich ablegen. Geht doch nicht. Hey, das ist der Überfall. So, James PC, dann nehme ich dann wieder ein paar TMs mit. Und die Waffe lage ich natürlich. TM12. TM19, das ist der Geowurf, den ich Dragwan nicht beibringen kann. Okay. Halt, nein, die Waffe. Nein, jetzt habe ich den falschen. Dieses habe ich die falsche Box geöffnet. So, das da. So, jetzt lage mir einfach mal die Waffe rein. Den Mondstein ebenfalls. Die VM auch, die VM4. Guardsback, ich lasse es mal im Inventory. Falls es irgendwie nach der Liga was auslösen sollte oder sowas, keine Ahnung. So, hi there, may I help you? Okay, die letzten TMs, TM19, Geowurf. Ups, kann ich verkaufen. So, TM12, das ist Aquaknarre. Okay, und den Rest behalten wir bei uns. Jetzt gehe ich ein bisschen. Jetzt nehme ich die ganzen Tränke mit, die wir in der Box gelagert haben, und die ganzen Medizinsachen. Den Äther zum Beispiel. Die ganzen Basis-Items bleiben in der Box drin. Max Elixier. Dann noch Top-Genesung. 1, 2, 3. Dann noch die Top-Tränke. Das Bike-Dings, den Bike. Bike. Der, wo ist denn der Bike? Bike Voucher haben wir immer noch nicht eingelöst. Okay, wir haben nur einen Mondstein, oh meine Güte. Ich glaube, ja, der Rest sind Basis-Items bis auf den Meisterball, die können wir nicht verkaufen. So, das kann ich ja irgendwie noch sortieren, wenn ich schon dabei bin. Okay, wo ist TM1? TM1, VM1 meine ich. Lagern wir die VM1 einfach mal da oben. VM1, dann VM2. VM3, machen wir schön nach der Zahl. VM3 und wo ist VM4, damit wir wissen, dass wir alle VMs haben. Oh, VM5 haben wir gar nicht, das ist Blitz. Stimmt, wir haben VM5 gar nicht, das ist Blitz. Na gut, hier in dem Heck gibt es ja keine Pokémon. Gibt es ja gar keine Höhle, die immer. Also in diesem Heck gibt es ja keine Höhle, die man mit V im Blitz erhellen könnte. Okay, jetzt haben wir alles dabei. Ich gehe nochmal durch. Pokeflüt brauchen wir immer als erstes. Dann nehmen wir noch. Ja, Guardsback, das ist jetzt hier am besten die letzte Position. Na, wo ist denn die? Hier. Okay, die Max-Items sind ganz unten und die Full weiter oben. Gut, passt. Passt alles. Dann, kaufen wir jetzt ein bisschen noch was ein mit dem letzten Geld, was wir da haben. TM50, das ist der Delegator. Max Repel. Max Repel, was ist ein Max Repel nochmal? Keine Ahnung. Das ist der Hypertrank, oder? Max Repel. Egal, ich weiß nicht, was es ist. Was ist der Max Repel? Das muss ich doch wissen. Top-Trank ist es, ne? Max Potion ist. Ne, Top-Trank ist Max Potion. Was ist der Max Repel? Keine Ahnung. Bin verwirrt. Verletze mich gleich selber. Aua. Na egal, kaufe ich hier mal. Ja, ist zwar ein bisschen übertrieben, aber ich kaufe mir 99 Beleber.
Ja, machen wir 100 draus. Haben wir eine schöne gerade Zahl. Full Heal kaufe ich mir mal 20. Max Potion oder Full Restore? Ah, man muss so Full Restore kaufen mir 20. Und mit dem restlichen Geld kaufen wir Top-Tränke. Ups, das ist zu viel. You don't have enough money! Full Restore. Nein, Quatsch. Top-Tränke wollten wir. So, das kostet 100. Oh man, jetzt muss ich da sehr oft mit meiner Vorwärtstaste drücken. Naja, wir haben es ja gleich. Und zwar genau jetzt. 47 sind's. Plus mit den Sachen, die wir noch da haben. So, jetzt kaufe ich mir nach, was ein Full. Jetzt schaue ich nach, was ist denn ein Full Heal? Egal. Das ist doch eine Top-Genesung, oder? Dass das so billig ist? Full Heal. Ich habe keine Ahnung. Naja. Gut, wir haben jetzt so viele Revives und Max Revive ist im Beleber. Naja, ich glaube, so passt jetzt fürs Erste. Dann heile ich noch schnell die Pokémon. Wir haben es zwar schon geheilt, aber ist ja auch egal. Ich hab das hier again. Ne, ich will dich nie wiedersehen. Im restlichen Let's Play nicht mehr. Okay, soweit passt alles. Passt. Super. Die Pokémon. Ja, die Position passt vielleicht noch nicht. Ich sollte vielleicht. Das erste ist ja eine Eistrainerin. Da sollte ich vielleicht Rex an erster Stelle tun. Wahrscheinlich setzen sie auch andere Pokémon ein als im Originalen. Okay. Come here on your face, the leader four, one by one. If you win, a door opens to the next trainer. Good luck. Danke, du sagst Team Rocket viel Glück. Okay Leute, dann hole ich meine Webcam raus, dann sehen wir uns gleich wieder. Im nächsten Part meine ich. Ciao Leute.